Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge für tiertraining.tv. Ich bin wie immer eure Moderatorin Pia Gröning. Und ja, heute geht es mal nicht um Hunde oder nur ganz indirekt, sondern um das Thema Katzen. Und zu diesem Zweck habe ich mir natürlich eine Expertin ins Interview geholt. Und zwar die Carmen Schell aus dem Rhein-Main-Gebiet, die als ja, Verhaltensberaterin für die Katze tätig ist. Und vielleicht habt ihr schon mal von Cat Talk gehört. Das ist ihr Firmenname. Ja, hi Cam. Hallo. Schön, schön, dass du da bist. Bevor es losgeht, würde ich dich gern für diejenigen, die dich vielleicht noch nicht kennen, einmal kurz vorstellen. Du hattest mir erzählt, dass ja, du mit einer eigenen Katze quasi ein Problem hattest und einen Tierpsychologen engagiert hast und ja, das ist nicht so gut gelaufen. Und ja, dann warst du zusätzlich noch im Tierheim als Katzenkuschler tätig und da kam dann so ein bisschen der Gedanke auf, dass man ja, verhaltensauffälligen Katzen helfen könnte, die nicht so gute Vermittlungschancen haben. Und so kam es dann zu deiner Aus- und Fortbildung bei der ATN, zum Tierpsychologen, genau. Ja, und da ist einiges draus geworden, würde ich sagen. Ne? Du bist jetzt seit 2014 selbstständig und bist inzwischen aber auch Dozentin des Landestierschutzverbandes in Hessen und Gastautorin für Zureal und ja, noch einiges mehr. Und ja, bist sogar zweifache Buchautorin. Das ist großartig. Und ja, da glaube ich, sind wir in besten Händen für das, was ich gleich fragen möchte. Ja. Ein bisschen habe ich jetzt schon selbst erzählt, wie du zu dem Beruf gekommen bist. Wie ist das denn so? Gibt es viele Katzenverhaltensberater da draußen? Ist das schon so verbreitet wie der Hundetrainer oder ist das noch ein etwas neuerer Beruf? Also, wir werden immer mehr. Okay, ja. Wir holen langsam auf. Im Hundebereich ist es natürlich schon deutlich weiter gestreut, was Hundetrainer und Hundeverhaltensberater angeht. Aber erfreulicherweise wird die Ausbildung immer mehr und auch bundesweit angeboten im Katzenbereich. Es wird immer fundierter ausgebildet und dementsprechend gibt es auch immer mehr Katzenverhaltensberater, dankenswerterweise, weil der Bedarf ist umso größer geworden in den letzten Jahren. Okay, ja, hat man da irgendwie auch gemerkt jetzt in Bezug auf den Lockdown, also bei den oder überhaupt das ganze Jahr jetzt bei den Hunden wird ja ganz klar verzeichnet, 20% mehr ja, Welpenverkauf sozusagen. Ist das bei den Katzen auch zu bemerken irgendwie? Also in meiner Beratungspraxis merke ich schon einen leichten Anstieg, was auch Anschaffungsberatung angeht. Also passt auch so ein bisschen in unser heutiges Podcast-Thema. Ich möchte mir eine Katze holen. Worauf achte ich denn da? So extrem, wie ich es im Hundebereich auch mitbekommen habe, empfinde ich es nicht in der Beratungspraxis. Dann kommen aber tatsächlich verstärkt Anfragen wegen Problemverhalten auf. Also dass der Tagesrhythmus der Katzen komplett durcheinander geraten ist und es dadurch eben zu Auffälligkeiten kommt und da die Halter versuchen, möglichst schnell eine Lösung dafür auch zu finden. Das ist seit dem Lockdown tatsächlich mehr geworden. Okay, ja, ist ja spannend, dass manche Katzen vielleicht sogar ein bisschen genervt sind von der ständigen Anwesenheit. Okay, gut. Gut. Okay, und was du mir jetzt auch schon im Vorhinein erzählt hast, dass tatsächlich auch die Online-Beratung zugenommen hat, ja? Absolut. Ja, ist natürlich sehr positiv und vor allen Dingen für jeden da draußen positiv, dass du dann quasi ja auch erreichbar bist ja, für Leute aus Timbuktu oder sonst wie. Und du hattest ja sogar auch erzählt, dass es sogar Vorzüge hat. Kannst du mir das nochmal kurz vielleicht erzählen?
Ja, sehr gerne. Zum Timbuktu noch eine kleine Randbemerkung. Ich hatte tatsächlich seit Corona eine Anfrage aus Malaysia gehabt. Also das war Okay. Also es ist tatsächlich recht weit, weitläufig geworden. Und der Vorteil im E-Coaching ist, zumindest im Katzenbereich, dass ich mit Smartphone-Aufnahmen, Videoaufnahmen des Katzenverhaltens arbeite. Und das ist natürlich wesentlich objektiver für mich dann in der Beurteilung, wenn ich die Katzen exakt in ihrem normalen Alltag sehen kann über diese Aufzeichnung. Ich kann mir die dann auch mehrfach anschauen, auch teilweise langsamer oder rangezoomt und sehe ganz genau, was macht die Katze denn da gerade und warum tut sie das und kann dadurch wesentlich effizienter auch analysieren, warum zeigt die Katze ein Verhaltensproblem und wo sind die Lösungen und kann auch anhand dieser Aufnahmen den Haltern parallel erklären, woran sie was erkennen können. Also das ist, wenn ich Hausbesuche mache, dann komme ich immer als Fremder in eine Wohnung und viele Katzen finden Fremde erstmal doof. Die Ja. finden sich irgendwo und im blödesten Falle sehe ich dann vielleicht nur zwei Öhrchen und zwei weit aufgerissene Augen, aber eben nicht die Katze, wie sie sich normalerweise verhält, wenn sie ungestört mit ihren Haltern ist. Das ist ein Vorteil im E-Coaching, definitiv. Super. Ja, das ist großartig. Ja, ich hatte dir eben schon erzählt, ich bin so ein bisschen auf die Idee gekommen zu dem Interview, weil ja, im Rahmen von so Hundehaltergesprächen ganz oft dieses Thema kommt, ach, Hunde und Katzen, es ist nicht ganz einfach. Ja, da ist mir aber die Idee gekommen, wie ist das denn jetzt eigentlich aus der Perspektive der Katze? Bei dem Hund weiß man ja, manchmal sieht er die Katze als Jagdobjekt, manchmal hat er Angst davor, manche Hunde können sich noch gewöhnen, andere nicht mehr. Aber wie ist das denn bei der Katze? Hat man da mit jeder Katze die Möglichkeit, quasi die an einen Hund zu gewöhnen? Nee, das kann man ganz klar sagen. Nicht jede Katze ist hundekompatibel, genauso wenig wie jeder Hund katzenkompatibel wäre. Also man muss genau hinschauen, welche Erfahrungen hat die Katze vielleicht schon mit Hunden gemacht, wie ist ihr Grundcharakter insgesamt. Wenn es ein sehr, sehr ängstliches, schreckhaftes Tier ist, muss man genau hinschauen, passt überhaupt ein Hund dazu und wenn ja, welcher. Also man hat einige Möglichkeiten, Katze und Hund aneinander zu gewöhnen, aber es ist tatsächlich nicht jede Katze dafür geeignet. Okay. Und kann ich da irgendwie im Vorhinein einen Test machen? Macht das zum Beispiel Sinn, dass ich jemanden mehr einlade mit Hund, der vorbeikommt? Und ist das dann schon quasi das Ergebnis relevant oder? Also ich empfehle da immer erstmal genau zu schauen, wie tickt meine Katze so. Wie stellt sie sich neuen Dingen insgesamt? Wie reagiert sie auf unterschiedliche Verhaltensweisen, vielleicht auch von Besuchern? Also auch der ein oder andere Besucher ist etwas impulsiver, so wie es auch der ein oder andere Hund ist. Und es gibt schon erste Indizien dafür, wie aufgeschlossen ist meine Katze anderen Lebewesen, mal ganz allgemein gesagt, gegenüber. Und wenn man das für sich dann beantworten kann oder für sich und seine Katze beantworten kann, ja, die ist recht charakterfest. Hilfreich ist es auch, wenn die Katze beispielsweise, es gibt so aus meiner Sicht auch tatsächlich Hundekatzen, die insgesamt auch so ein bisschen hemdsärmeliger unterwegs sind, die gerne raufen und die nicht so schnell aus der Ruhe bringt. Und wenn man das, den ersten Schritt quasi getan hat, dann ist es tatsächlich keine schlechte Idee, so ein bisschen Hund mit reinzubringen. Wenn es eine Freigängerkatze ist, dann vielleicht erstmal im Garten, wo dann die Katze auch entsprechend große Flächen hat, um auszuweichen, mit einem sehr ruhigen Hund das auszuprobieren und den Hund vielleicht auch vorher mal an die Leine zu nehmen, dass er nicht auf die Katze zurennen kann, also tatsächlich sich so ein bisschen anzutasten. Und wichtig finde ich auch, dass die ersten Begegnungen mit Hunden, egal ob es dann der zukünftige ist oder ein Besucherhund, dass es nicht direkt in der Kernzone, also im Kernrückzugsgebiet von der Katze stattfindet, weil da das Bedürfnis von dem Tier natürlich entsprechend groß ist und das Risiko für eine Abwehr dem Hund gegenüber auch sehr hoch ist. Also da macht man sich schwerer, als es sein muss. Bin ich ja absoluter Laie. Was ist ein Kernrückzugsgebiet? Oder ja.
Ja, das ist so wie so ein Panic Room sozusagen. Also jede Katze hat einen Ort, an den sie sich flüchtet, wenn sie große Angst hat oder wenn sie sich erstmal in Sicherheit bringen will. Also ganz oft ist es das Bett und dementsprechend dann auch das Schlafzimmer. Bei manchen ist es aber auch hinter der Couch oder unter dem Sofa oder ähnliches. Und dann gibt es auch Räumlichkeiten, die der Katze ganz besonders wichtig sind. Also du kannst dir das Revier von der Katze wie so ein Spiegelei vorstellen. Das ist einmal das iDotter, das ist das sogenannte Heim erster Ordnung. Das wird wirklich so gut geschützt, wie es nur geht. Und das wird auch nur mit Lebewesen geteilt oder gerne freiwillig geteilt, die bekannt sind und die man mag. Und das ist ganz oft eben, sind Teile in der Wohnung, wo die Katze besonders wichtige Dinge für sie erlebt. Also, als Beispiel, ein wichtiger Ort für eine meiner Katzen ist die Couch, weil da ist ganz, ganz viel Familienleben. Das ist ihr total wichtig und da wird gekuschelt und gebobbelt und da dürfen auch nur andere Katzen oder auch Menschen hin, die sie mag. Und Okay. Nee. das ist eben den Hund dann explizit an so einen Ort zu führen oder den dort bekannt zu machen, ist keine gute Idee. Ja, okay. Hast du noch andere Tipps, sozusagen bereits präventive Maßnahmen, dass es nicht schief geht? Also, wenn man quasi die andere Seite, wenn man den Hund schon mal vorab ein bisschen abklopfen kann, wie er auf Katzen reagiert und vor allem, wenn er auch gut ja, so einen gewissen Grundgehorsam hat und nicht direkt auf die Katze losrennt, ist natürlich auch sehr hilfreich von der Hundeseite. Wenn man sich entschieden hat, Katze und Hund miteinander zu vergesellschaften, dann hilft bei Katzen auch sehr starken Geruchsaustausch. Ich weiß nicht, da bin ich jetzt der Laie, wie es mit den Hunden ist. Für Katzen sind Gerüche unheimlich wichtig. Freund und Feind wird mit dem Geruch auch mit identifiziert. Und da kann es dann hilfreich sein, wenn beispielsweise ein Kuscheldeckchen von dem Hund zur Katze als erstes umzieht und umgekehrt, damit die einfach sich von den Gerüchen her kennenlernen können. Und wenn dann der Hund wirklich in den Raum kommt oder in die Wohnung kommt, dass er dann vom Geruch her schon mal bekannt ist und als nicht bedrohlich wahrgenommen wird. Und das ist ja eine super Idee und auch relativ einfach umzusetzen, ne? Ja. Ja. Okay. Ja, und wenn ich jetzt davon ausgehe, okay, Hund ist ruhig, ist aber vorsichtshalber auch dann an der Leine. Und ich habe einen guten Ort gefunden, wo nicht das Kernterritorium ist. Und ja, auch schon den Geruch bekannt gemacht. Was kommt dann? Was kann ich da machen? Ja, also dann bist du immer noch in der Vorbereitung. Okay. Das heißt, ich arbeite sehr, sehr gerne beispielsweise mit Klickertraining. Kommt ja auch ursprünglich oder haben wir Katzenmenschen aus dem Hundebereich adaptiert, weil das eine richtig gute Idee ist. Und auch mit Katzen kann man klickern, man kann Katzen sehr, sehr gut konditionieren. Und da sind in der Zusammenführung mit Hunden Grundübungen, also die Grundkonditionierung auf den Klick, auf das Markersignal sehr hilfreich. Es ist hilfreich, wenn du der Katze einen Warteplatz beibringst. Das heißt, dass sie lernt, dass sie auf ein bestimmtes Plätzchen geht, zum Beispiel auch sich in den Karton reinsetzt. Das gibt dann auch ein zusätzliches Schutzgefühl für die Katze. Oder dass sie sich ein bisschen erhöht sitzt, weil die Katze, die oben sitzt, fühlt sich auch etwas geschützter, wenn dann von unten quasi der Hund reinkommt. Und dass du mit der Katze eben übst, dass sie diesen Warteplatz einnimmt. Dann beispielsweise kann man mit ihr üben, dass sie ein bisschen wegschaut oder dass sie mit einem Target-Stick geführt wird. Also sprich, dass du ein paar kleine Übungen über das Klickertraining einübst, um die Katze so ein bisschen flexibel zu halten und bei Laune zu halten, positiv zu bestätigen, aber gleichzeitig auch in der Konzentration zu halten. Das ist in dem Moment, wo der Hund dann reinkommt, es geht natürlich die Emotionen hoch, dann wird die Katze angespannt, die ist aufgeregt. Und über das Klickertraining bekommst du sie so ein bisschen aus der Emotion wieder raus, bekommst sie in die Konzentration und dadurch ist sie dann auch besser ansprechbar und bleibt aktiver sozusagen. Ja. Würde ich auf jeden Fall in der Vorbereitung vorschalten. Das ist bei Katzen auch wirklich nicht schwer. Nahezu jede Katze ist klickerbar auf die eine oder andere Art.
Was für eine Katze auch ganz, ganz wichtig ist, nicht nur in der Eingewöhnung, sondern dann auch in der Perspektive, dass sie immer die Möglichkeit hat, nach oben hin zu flüchten. Also dass sie, man sieht es vielleicht in der anderen Seite so im Hintergrund, den Kratzbaum, der über die Tür geht. Das können aber auch kleine Kommoden sein oder ähnliches. Also dass du als Halter durch deine Wohnung gehst und wirklich mal kritisch guckst, an welchen Engstellen vor allem kann die Katze, wenn sie dem Hund dann gegenübersteht, ganz schnell nach oben springen, damit sie sich, wenn sie sich unsicher fühlt, ganz schnell aus der Situation entziehen kann und nicht in die Konfrontation muss. Und das sind alles Vorbereitungsschritte, die du machen kannst, bevor der Hund überhaupt das erste Mal in deine Wohnung dann kommt. Okay. Und dann kannst du unterscheiden, kommt die Katze zum Hund oder kommt der Hund zu der Katze? In dem Moment, wo du bereits den Hund hast und deine Katze zieht bei dir ein, dann ist es sinnvoll, dass die Katze einen kleinen Ankunftsraum bekommt, also ein Zimmerchen bekommt, in dem sie alles wichtige Futter, Flüssigkeit, also Wasser, Katzenklöchen, Versteckmöglichkeiten hat und da erstmal entspannt ankommen kann mit einer geschlossenen Zimmertür, ohne dass der Hund da reinkommt. Okay. Wenn sie sich dann da eingewöhnt hat, das kann ein paar Stunden dauern, es kann aber auch ein paar Tage dauern, je nachdem, wie souverän die Katze mit dem Wechsel umgeht, dann ist es sinnvoll, dass sie auch wieder ohne Hund erstmal die Wohnung erkunden kann, damit sie auch wieder so die einzelnen Fluchtpunkte sich überlegen kann oder gucken, ausprobieren kann, schnüffeln kann und das alles erstmal ungestört, ohne irgendeine Bedrohung in Anführungszeichen durch einen für sie unbekannten Hund. Umgekehrt natürlich, wenn die Katze da schon wohnt und der Hund kommt, dann brauchst du das nicht, weil dann fühlt sie sich da wohl, dann kennt sie ihre Versteckmöglichkeiten, dann ist sie soweit erstmal sicher. Und dann kommt der Tag der Tage, die beiden lernen sich kennen und da ist es im Prinzip auch wieder so ähnlich wie mit dem ersten Abklopfen. Ich würde immer empfehlen, den Hund an der Leine zu haben, weil du ihn dann einfach auch geschützter hast und du hast einen steuerbaren Aspekt in dieser Vergesellschaftung und versuchst dann über erstmal maximale Entfernung. Die müssen nicht nah beieinander sein, sondern wirklich so weit entfernt wie nur irgendwie möglich, die erste Begegnung zu gestalten. Und für beide Seiten, wenn ich jetzt mal aus Katzenperspektive erstmal nur bleibe, nette Dinge folgen zu lassen. Kann sie klickern, dann wird sie über eine Klickerübung ein bisschen beschäftigt. Es kann auch eine Fummelgelegenheit sein, es kann ein ruhiges Spiel sein, eins, das den Hund nicht reizt, dass er Richtung Katze flitzt, weil er glaubt, da ist ein Beutetier, was man da ergreifen kann oder ähnliches. Mhm. Meistens keine gute Idee ist es, die Katze streicheln zu wollen. Ich weiß nicht, wie es beim Hund ist, aber in dem Moment, wo die Katze etwas angespannt ist, etwas aufgeregt ist, dann erträgt sie in der Regel nicht so gut, wenn wir sie streicheln und dann ist sie zu angespannt, dann will sie nicht berührt werden. Mhm. Von Tier zu Tier unterschiedlich, aber in aller Regel finden sie das nicht so gut. Und dann kommt das, was für uns Menschen ganz oft am schwierigsten ist. Das erlebe ich sowohl bei den Zusammenführungen zwischen Hund und Katze, aber auch Katze-Katze. Aufhören, wenn es am schönsten ist. dass man wirklich diese ersten Begegnungen so kurz gestaltet, dass es für beide Seiten noch angenehm und entspannt ist. Ja. Bevor die Stimmung kippt, sollte man die zwei wieder trennen und erstmal wieder runterkommen lassen, Spaß haben lassen, belohnen und erst, wenn dann wieder ein bisschen Entspannung eingekehrt ist, dann wieder eine neue Begegnung starten. Und genau an diesem Punkt knirscht es am allermeisten. Weil okay. Wir dann zeigen, wenn es gut läuft, noch ein bisschen zu warten, noch ein bisschen zu warten und ach, es läuft ja so gut und ah, jetzt können sie vielleicht sogar ein bisschen näher kommen. Und dann ist der Moment da, wo wir. Da sind Katzen wahnsinnig schnell, von einer Sekunde auf die anderen. Auf der einen sind sie noch, geht so, ist schon aufregend, aber ich kann es noch gut aushalten. Und dann in der nächsten Sekunde ist es einfach zu viel. Okay. Dann kriegen die Angst und dann flitzen sie weg oder fangen an zu fauchen und ähnliches. Und dann ist die Stimmung gekippt. Und dann ist die Lernerfahrung, das ist aber ein gruseliges Ding. wenn ich das nächste Mal sehe, gehe ich mal lieber auf Abwehr. Okay, ja. Yeah. Das sind so die Schritte sozusagen, die man dann erstmal geht. Ja, spannend, auf jeden Fall. Wie würdest du das denn von der Stressbelastung her
einschätzen für die Katze, also für den Hund, wenn der die ganze Zeit potenzielle Beute bei sich hat oder so? Ist das ein massiver Stressor? Und auch wenn er einfach so an der Katze interessiert ist, solange diese Gewöhnung halt nicht stattgefunden hat. Wie ist das bei der Katze? Das ist nicht zu unterschätzen, weil ein großer Knackpunkt ist natürlich zwischen Hund und Katze auch die unterschiedliche Körpersprache. Und das, was am deutlichsten ist, was am meisten Übersetzungsbedarf hat oder mit sich bringt, ist zum Beispiel das Schwanzwedeln. Also der Hund, der freudig mit dem Schwanz wedelt, weil er sich einen Keks in den Bauch freut, wirkt auf die Katze hochgradig bedrohlich. Und wenn du dir vorstellst, in deiner Kernzone, in deinem Schlafzimmer, stell dir vor, in deinem Schlafzimmer droht dich die ganze Zeit einer an. Ja, klar, ja. Das fühlt sich nicht gut an, da ist dann tatsächlich die Stressbelastung entsprechend hoch. Ja, okay, ja, das ist auf jeden Fall zu beachten. Ich gebe zu, ich habe mir da noch nie um die andere Seite so viel Gedanken gemacht. Ja, ist leider so, aber wenn wir so Gewöhnung hatten, habe ich mir noch nie um die Katze Gedanken gemacht. Aber es ist ja total schlüssig, was du sagst, und es ist auch mega unfair, da nicht an die Katze zu denken. Ja, ja. Die Bedürfnisse von Katzen werden allgemein noch häufig unterschätzt. Sie gelten als sehr unabhängig, sehr autark, emotionsflexibel, um nicht zu sagen, oftmals auch zickig. Also die werden teilweise einfach auch in ihren Bedürfnissen und ihren Empfindungen noch unterschätzt. Und okay. Gerade wenn auch ein Hund einzieht, das ist eine massive Veränderung für die Katze. Und wenn es jetzt auch noch eine Wohnungskatze ist, dann ist sie dem auch permanent ausgesetzt. Also der Hund hat dann zumindest noch übers Gassi gehen, übers Rausgehen, die Möglichkeit, mal ein bisschen durchzuatmen, ein bisschen runterzukommen. Eine Wohnungskatze, die mit einem Hund konfrontiert wird, die kann nicht einfach mal eben um den Block laufen, um sich wieder zu entspannen, sondern die ist permanent diesem neuen Zeitgenossen einfach ausgesetzt. Ja. Was hältst du von Türgittern? Kann in vielen Fällen tatsächlich hilfreich sein. Und zwar für alle Beteiligten, also zum einen Hund und Katze, lernen recht schnell, dass das wirklich ein effektiver Schutz ist. Also die Katze lernt auch, dass der Hund da nicht durch kann. Was aber auch nicht zu unterschätzen ist, ist, dass die Menschen, die dann üben, sich auch sicherer fühlen. Sich besser darauf konzentrieren können, die einzelnen Tiere zu beobachten und zu gucken, dass es denen gut geht und dass die nicht zu angespannt sind, weil sie einfach wissen, es kann nichts Schlimmes passieren. Also das Schlimmste, was passieren kann, ist, dass sie aneinander am Gitter zusammen oder am Netz zusammen rauschen, was auch nicht schön ist, aber es kann zumindest zu keinen gefährlichen Verletzungen kommen. Und der Mensch ist oft das Zünglein an der Waage in solchen Zusammenführungen. Je souveräner er damit umgehen kann und je gelassen er da bleiben kann, desto besser kann sich dann auch die Katze drauf einlassen. Ja, das trifft ja auch auf die Hundeseite zu, ja. Ja, super, da sind ganz viele tolle Tipps. Wir werden diese Folge bei uns auf jeden Fall auch empfehlen, habe ich gerade beschlossen, bei den Tierschutzhundgeschichten zur Eingewöhnung des Tierschutzhundes, weil es ist ja, wie ich eben schon sagte, es ist ja ein bisschen unfair, da nur die Hundeseite zu beachten. Da gibt es ja auch noch jemand anders dann. Ja. Gibt es abschließend jetzt zu diesem Thema irgendwas, wo du sagst, das würdest du noch gern loswerden oder noch irgendeinen Gedankengang dazu oder so? Ja. Im Grunde hast du es gerade auch schon angesprochen, dass das kann ich von Katzenseite auch ähnlich bestätigen, dass wenn man sich zu einer Katze einen Hund holt, dass dann oft einfach nicht beide Seiten beachtet werden oder betrachtet werden, sondern der Fokus dann auf der einen Seite liegt, egal ob das jetzt nur Hund oder nur Katze ist. Und das gilt für Hunde- und Katzentrainer genauso wie für die Halter. Und ich hatte in den letzten Monaten tatsächlich auch einige Anfragen gehabt, in denen sich der Mensch beispielsweise das jeweils andere Tier wünschte und weniger darauf geachtet hat, ob das bestehende Tier jetzt, egal ob das Hund oder Katze ist,
überhaupt offen für sowas ist und ob die Wahl des anderen Tieres überhaupt so eine glückliche jemals ist. Und da würde ich mir sehr, sehr wünschen, dass man, dass jede Position vom Halter angefangen hin zum Hundetrainer oder der Katzenverhaltensberaterin versucht immer, alle Beteiligten mit einzubeziehen und zu gucken, passt das denn jetzt wirklich? Ist das eine gute Idee? Oder sollte man da vielleicht Abstand nehmen? Oder sollte man es einfach besonders vorsichtig annehmen? Das ist, also die Welt ist ja zum Glück nicht nur schwarz und weiß, sondern es gibt ganz, ganz viele Zwischentöne. Und nach meiner Erfahrung, wenn man die Dinge langsam angeht und dann auch die richtigen, passenden Tiere aussucht, also auch charakterlich innerhalb einer Rasse beispielsweise nochmal guckt, passt das denn, dann ist es viel, viel harmonischer für alle Beteiligten und das wünsche ich mir. Ja, das sind sehr schöne Abschlussworte zu dem Thema auf jeden Fall. Ich habe gerade parallel nochmal auf der Facebook-Seite geguckt, aber es sind tatsächlich keine Kommentare oder Fragen. Wenn doch, dann wäre jetzt der richtige Augenblick, was zu schreiben, damit wir die noch eventuell beantworten können. Aber ich mag dir gerne in der Zeit noch die Frage stellen, ob du, ja, also zu dem Thema speziell wird es wahrscheinlich, denke ich, keine Literatur geben, aber ob du insgesamt Empfehlungen hast, vielleicht auch einen Link-Tipp oder einen Blogartikel oder irgendwas, noch weiterführend. Und ich glaube, was auch interessant wäre, wenn sich jetzt jemand vielleicht mit dem Thema Katzentraining noch nicht beschäftigt hat, ob du da auch, ob es irgendeinen Klassiker gibt, wo man sagt, den sollte man auf jeden Fall gelesen haben. Und das kommt natürlich dann auf der tiertraining.tv/podcast diese Tipps auch alle nochmal in die Shownotes hinein, falls jemand jetzt sagt, oh, ich konnte nicht so schnell dann mitschreiben. Ja. Genau. Ja. Also zu unserem heutigen Thema Hund und Katze. Ich muss gestehen, ich habe wirklich für den Podcast mal geguckt, was es da in Literatur gibt, weil ich habe zu vielen, vielen Themen Bücher gewälzt, aber zu dem Thema habe ich explizit auch noch nicht selbst gelesen. Und es gibt vereinzelte Bücher zu dem Thema. Ich muss aber zu meiner Schande gestehen, ich habe sie jetzt erst bestellt und werde sie lesen. Das heißt, ich kann dann eventuell eine Empfehlung im Nachhinein geben, aber es ist tatsächlich noch ein recht offenes Thema. Aber wenn man sich um Katzenverhalten jetzt beispielsweise etwas mehr oder beschäftigen möchte, dann sind die Bücher von Leihausen beispielsweise, Die Katzenseele, ein sehr gutes Buch. Ist nicht ganz leichte Kost, also man muss sich da wirklich auch ein bisschen reinlesen. Dafür gibt es viele Illustrationen auch über die Katzensprache, also Ohrhaltung und so weiter, was will die Katze in welchen Mimiken beispielsweise auch ausdrücken. Zum Klickertraining gibt es mittlerweile auch viel Literatur. Christine Hauschild hat ein ganz tolles Buch geschrieben. Oder auch die Klickerbox von Birgit Röder. Das ist so eines meiner Haupthandwerkszeuge auch tatsächlich zu dem Thema, weil da auch, da wird nicht nur das Klickern ganz kurz und knapp beschrieben, also du kannst innerhalb von, sag ich mal, eine Stunde wirklich anfangen zu klickern, sondern du hast auch einzelne Kärtchen mit den Übungen drauf. Und das ist was, das hätte ich mir vor 15 Jahren auch gewünscht. Da habe ich den Kopf zerbrochen, wie bringe ich meiner Katze jetzt ein High Five bei? Und ich danke meinen beiden Katzenmädchen heute noch, dass sie so geduldig mit mir waren. Und in der Klickerbox ist eben tatsächlich pro Übung beschrieben, wie kannst du da vorgehen, wie bringst du das deiner Katze bei und wie musst du dann weitermachen und so weiter. Das finde ich unheimlich angenehm, wenn man damit anfangen möchte, dass man so ein bisschen an die Hand genommen wird, wie macht man das bei der Katze überhaupt. Ah, das klingt sehr praktikabel, ja. Gut, und deine eigenen Bücher, einmal Umzug mit der Katze und einmal die Secondhand-Katze, Aufnahme einer Katze mit Vergangenheit. Ja. Natürlich auch ist nicht zu vergessen. Nicht zu vergessen ist auch gerade mein Eindruck, dass du da auch wirklich sehr kompetent bist. Finde ich großartig, ja. Ja, tatsächlich kamen zwar noch nette Kommentare, aber keine konkreten Fragen mehr.
Und ja, in diesem Sinne, wenn dich jemand kontaktieren möchte, wie findet er dich oder wie kann er dich kontaktieren? Also am einfachsten ist es eventuell über das Kontaktformular auf meiner Homepage oder aber per E-Mail unter info@catchtalk.de. Da antworte ich am allerschnellsten drauf, kann auch mal zwischen Beratungen schnell eine E-Mail beantworten. Telefonisch ist es schwierig, dann einfach auf die Mailbox sprechen, dann rufe ich zurück. Perfekt. Ja, super. Auch das kommt noch in die Shownotes hinein. Und genau, im Hintergrund sieht man ja auch cattalk.de ist es, glaube ich, ne? Genau. Ja, genau. Da bist du dann auf jeden Fall zu finden. Sehr schön. Ja, dann sage ich ein ganz, ganz großes Dankeschön, dass du uns da so viele tolle Tipps mit an die Hand gegeben hast. Und ja, ich wünsche allen Zuhörern und dir natürlich auch noch einen schönen Abend. Vielen Dank, dass ich da sein durfte und tschüss in die weite Welt. Tschüssi an alle da draußen.